Power, Teamgeist, Leistungswille und Spaß. Das ist der Stoff, aus dem eine erfolgreiche Drachenbootmannschaft sein muss. Beim Koblenzer Drachenbootrennen am 13. August trat das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan, gemeinsam an und sorgte mit starken Rennen für gute Platzierungen. Handwerker aus verschiedenen Gewerken und Mitarbeiter der Handwerkskammer Koblenz griffen zum Paddel und setzten mit ihrem Boot im Design der Imagekampagne Akzente für das Handwerk. Ich bin hier und trommel. Ich versuche denen damit ein bisschen zu helfen im Takt, dass sie gleichmäßiger ins Wasser stechen können. Und ja, erste Rennen, mäßiger Erfolg. Aber ich denke, dafür, dass wir davon alle nicht so viele Ahnung haben, ist es ganz gut gelaufen. Und das Team Handwerk steigerte sich von Rennen zu Rennen. Mit guten Platzierungen machte die Drachenboot-Crew klar, Stimmen, Takt und Einstellung lässt sich gemeinsam viel erreichen. Organisiert wurde die Veranstaltung von Dachdeckermeister Wolfgang Meyer aus Winningen, der als aktiver Kanut eine beeindruckende sportliche Meisterschaft mitbringt. Also ich paddle seit 1977, Rennkajak, war dort auch sehr erfolgreich, deutscher Meister in den Junioren, über andere gute Erfolge in den Senioren nochmal deutscher Meister, viele Male deutscher Meister, insgesamt 25 Mal deutscher Meister im Kajakfahren, aber auch im Drachenboot. Seit 1992 fahre ich Drachenboot, war dort 24 Mal deutscher Meister, davon das letzte Mal dieses Jahr. Doch der erfolgreiche Sportler saß leider nicht im Handwerksboot, sondern auf der Kommandobrücke der Veranstaltungsorganisation. Zum Paddel griff dagegen Kfz-Lackiererin Julia, die noch vor wenigen Tagen mit Simon Gose-Johann für einen neuen Kampagnenspot vor der Kamera stand und dieses besondere Erlebnis so beschreibt. Es war ganz lustig, ich habe es mir eigentlich nicht so vorgestellt, aber ich bin doch positiv überrascht.